So, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma SG Remscheid. Mein Name ist Harun. Hinter der Kamera ist der liebe Marlon. What up? Das ist derselbe Tag, wo wir den Nissan gedreht haben. Samstag. Und zwar haben wir ein neues Kfz am Start. Ein wunderschönes Ding. Es ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja. Aber das Auto hier ist ein bisschen besonders. Ich habe auch jetzt hier gerade ein Bedürfnis danach, das Fahrzeug euch zu präsentieren. Mhm. Bevor wir über das Auto reden, zeigen wir euch das Ding mal, weil das ist unglaublich schönes Ding. Ja, das ist schön. Dann hauen wir rein. So, meine Lieben, also wir haben einen Lamborghini Gallardo. Es ist ein LP560, sprich ist ein Facelift. Jawohl. Ja, ihr seht, also viele werden jetzt mit Sicherheit sagen, ey, warum, wieso, weshalb, man kann doch nicht bei so einem Auto sowas machen. Oh doch, das kann man machen. Das ist der lebende Beweis dafür. Das Auto ist komplett auf dem Boden. Also wir haben hier ein Luftfahrwerk von der Firma Airlift. Jawohl. Mit 3P-Steuerung und mit Bildsteindämpfern. Klar, der ein oder andere steht darauf oder nicht, das ist jedem seins, okay? Dem Mario, also dem Besitzer von dem Auto, gefällt es extrem und er hat halt ein großes Problem gehabt. Sein Einfahrt ist sehr, ne? Ja, also nicht so dafür gemacht. Nicht dafür gemacht und das Originalfahrwerk, jeder weiß, dass das Originalfahrwerk einfach Müll ist. Jeder, der so ein Gallardo mal gefahren ist, ist Katastrophe, wirklich steinhart und ich muss ehrlich gestehen, das Fahrwerk ist bombastisch. Echt? Ja. Wir haben hier Schmidtfängen in 20 Zoll, hinten ein bisschen mit Tiefbett und so, ist Geschmackssache. Wie gesagt, alles ist Geschmackssache, ne? Originalfarbe ist in Weiß und dann wurde er schwarz matt foliert. Und das Coole ist, hierbei, ihr seht, die Einstiege, alles wurde in schwarz gemacht. Also man sieht kaum Weißes an dem Auto. Außer jetzt hier die Scharniere, ne? Ja. Da kannst du nicht viel machen. Ja, okay. Man muss ehrlich gestehen, die Farbkombination jetzt als solches, unglaublich. Ist echt unglaublich geil. Schön. Ja, mir gefällt es. Normalerweise bin ich ein Lamborghini Gallardo Hasser mittlerweile. Weil krass. Die Dinger sind mittlerweile so alt, so, ne? Es sieht nicht mehr so schön aus. Ja, klar. Ja, aber das Ding hier, als LP560, Grüße gehen raus an Zallo. Ich hoffe mal langsam ist dein Auto mal auch fertig. Leider nein, leider gar nicht. Zallo, ganz direkt gekauft, mein Freund. Lenkradumbau haben wir hier mit Carbon. Und ich glaube, Oberteil ist original, hier mit dem Wildleder. Die Kombination mit dem Karo-Design ist sehr, sehr schön. Ja, Pflegezustand von dem Auto brauchen wir gar nicht zu reden. Es ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr sauber. Sehr sauber. Damit ihr mal ungefähr eine Einschätzung habt, weil das Luftfahrwerk wurde echt professionell von der von Fahrzeugtechnik Kassens, meine ich. Da wurde es gemacht, auch alles abgenommen. Das ist so komplett TÜV-konform. Das Auto ist rollbar. Die Abgasanlage ist original, also es ist nicht dran gefaked. Es ist rollbar und du kannst noch ein paar Grad das Lenkrad drehen. Also das funktioniert. Es wurde richtig schön, der Kompressor ist sichtlich hier. Ja. Und hier drunter befindet sich quasi das ganze System. Kompressor, alles Mögliche. Es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Und hier seht ihr die Originalfarbe auch. Ja, gut. Schon gut, oder? Ja. Mir gefällt's. Schreibt mal in den Kommentaren rein, wie findet ihr das Auto? Keine Keramikbremsanlage, das ist schon mal sehr, sehr gut. Weil der letzte, den wir mal hatten damals, der hat Keramik drauf. Ja. Ey, das hat sich so scheiße fahren lassen. Bei dem Auto war es mit Bremsen gar nicht lustig. Du hast gebremst, Junge, du hast ganze Straße mit quietschenden Geräuschen wach werden lassen. Also mit dem Auto fühlst du dich schon so ein bisschen Tuning nah. Ja, doch, auf jeden Fall. Wirklich. Also das Auto sieht auch krank aus, live. Ja, ist schon sehr, sehr gut. Wollen wir da mehr hoch machen? Ja. Guck mal, also das Gute ist, wenn wir jetzt Zündung anmachen, geht der auf eine Position. Kannst du mal zeigen, Marlon? Es knackst. So, das ist Fahrposition in hoch. Ja. Okay?
So, und das ist tiefe Version. So kannst du den ohne Schleifen, ohne alles fahren. So, gehen wir mal auf die Eckdaten ein. Also, wir haben hier ein LP 560 aus 2011. Das Auto ist aus zweiter oder dritter Hand mittlerweile. Ja. Mit dem Mario zusammen. Der ist lückenlos schick gepflegt bei Lamborghini. Die letzte Wartung war letztes Jahr 0722 Lamborghini in München. Hier wurde Hochdruckpumpen von Benzinleitungen neu gemacht. Zwei Stück, gibt es Rechnungen dazu. Wirklich von der Historie, Bombenteil. Unfallfrei. Unfallfrei, nachlackierungsfrei. Dann würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lang. Fahren wir direkt Probe. Jawohl. Oder? Finde ich gut. Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Sehr gut. Schreibt in den Kommentaren, gefällt euch das Auto? Würdet ihr je so ein Auto so fahren, so machen? Wie gefällt euch das Auto? Schreibt in den Kommentaren, meine Lieben. Vielen, vielen lieben Dank. Ich saß noch nie in einem drin. Ja, jetzt sitzt du in einem also, drin. Also doch, drin sitzen ja, aber noch nicht gefahren. Mein Lieber, auf jeden Fall, guck mal, jetzt mache ich die tiefe Version. Muss er dafür stehen? Ah, nee. Oh, geil. So schleift er gar nicht. Auf jeden Fall wirst du gleich merken, wie ich weiß es nicht. Also es wäre cool, wenn einer von den Zuschauern bestätigen könnte, dass die Dinger sich katastrophal fahren lassen. Die knacksen extrem. Der hat normalerweise auch Lift, hat der jetzt nicht mehr. Ja. Die Originalteile liegen alles vor. Aber glaub es mir mal, dass du gerade, du spürst nichts, ne? Nee, nicht viel auf jeden Fall. Er ist wirklich, also, das ist mit Abstand der schönste Gallardo, den ich je gefahren bin. Und ich bin sehr viel Gallardos gefahren. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist halt ja schon früher. Ja, ja schon wir hatten einen. Ja welche gehabt. Ja. Ne? Und die waren echt gegenüber dem hier Müll, was Fahrwerk angeht, definitiv. Ist ja eigentlich krass, ne? Weil viele sagen ja, Luftfahrwerk lässt sich. Boah! Ui! Luftfahrwerk lässt sich meistens schlechter fahren. Meistens? Ja. Ist aber nicht so bei dem. Aber ich glaube auch in Kombination mit den nee, hier wurde, mit Bildstein. Also, ganz ehrlich, hier wurde richtig gut investiert. Also jetzt weiß ich's. Ich würde jedem Gallardo-Fahrer da draußen definitiv so ein Fahrwerk empfehlen. Guck mal, wie der sich fahren lässt. Sound ist schon geil, ne? Sound ist geil. Baujahr, weißt du was? 2011. 12 Jahre alt ist der. Und das Geile ist, du kannst hier sogar Rückfahrkamera machen. Das sieht aus wie simuliert. Hammer, ne? Geil. Guck mal, auf Autobahn. Boah. Dass ich fahren lässt, ist mal Hand aufs Herz. Oder damit kannst du ja nach Österreich, nee, also. Kannst ja nach Österreich chillig fahren. Voll, das Auto ist sehr bequem, ne? Was hat der in Leistung? 560 PS. Ja, der Sound ist halt original, ne? Leistungswunder sind die nicht, ne? Haben die eigentlich auch verschiedene Fahrmodis? Du hast Sport, Corsa und normal. Ja. Jetzt ist auf Corsa. Lässt sich aber schön fahren. Sehr schön. Und das ist die tiefe Stufe, ne? Der höhere muss nicht unbedingt bequemer sein, ja. Weil je mehr das Fahrwerk quasi mit Luft gepumpt ist, mit der Hertha. Immer Hand aufs Herz, das Ding ist sau tief gerade. Ja, das fährt sich so gut. Ah, Leistungswunder jetzt. Also wir sind gerade GTR gefahren, ne? Ja, gut, ist auch was anderes. Fühlt sich jetzt gerade ein bisschen anders an. Ja. Aber das Auto hat irgendwelche Vibes. Und vor allem der LP 560, finde ich, mit der Stoßstange, mit dem Scheinwerfer, mit den Rückleuchten, mit der Abgasanlage, die so versetzt sind. Weil bei dem V-Facelift hast du zwei, also ein rechts, ein links gehabt. Aber ich bin so überwältigt von dem Fahrwerk. Wirklich überwältigt. Aber. Gehören Sie vielleicht auch wie ich zu den Autofahrern, die sich richtig schön aufregen? Sommer! Was nervt neben Staus am allermeisten? Autofahrer, die den Mittelstreifen blockieren. Wie fährt die denn mit. Na, hör mal. Was ist denn hier los? Elefantenrennen oder was? Hallo! Hallo! Ja, Kraftwagenfahrer. Ja, der knallt schon, ne? Also das Getriebe von denen. Also Getriebe schallert richtig rein. Das ist böse. Du siehst hier, das ist Armaturenbrett, aber Lederverarbeitung und so, du siehst schon, also ist schon sehr qualitativ, sehr, sehr gut gewesen. Ja, hier siehst du. Das ist Audi. Audi. Das ist komplett Audi. Das ist komplett Audi.
Das ist komplett Audi. Das ist nicht Audi. Lenkrad ist Audi. Tacho ist Audi. Also du siehst sehr viel von Audi bei dem Auto. Ja. Überleg mal, A3 und so haben einfach gleich Navi. Ja. So, dann parken wir mal kurz das Auto. Jawohl. Meine Lieben, ja. Also, wir machen jetzt Feierabend. Wir haben noch nichts gegessen, aber Eis essen wir. Ja. Genießt das Wetter. Ich hoffe, am Mittwoch, Donnerstag ist das Wetter genauso schön. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das Auto hat euch gefallen. Das Auto ist bald bei uns käuflich zu erwerben. Und ich hoffe, die nächsten Videos werden genauso mit schönem Wetter. Oh ja. Also, bleibt gesund. Euer Harun. Bis zum nächsten Video. Tschüss.